Ey, vielen Dank, dass du es geschafft hast. Sehr nice. Ich habe mir deine von dir und Thilo Bonchance angehört. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, feier ich hart. Was gefällt dir so am besten? Also Bonchance fand ich mega. Dann gab es, wie hieß das andere? Heckmeck. Jawoll, Alter. Heckmeck, auch cool. Das hat dir auch gefallen? Ja, sehr, sehr. Dankeschön. Cool. Ja, vielen Dank. Ich habe mir auch deine Sachen angehört. Und mir gefallen die Sachen sehr. Also ich persönlich, ich muss es ja feiern, Nado. Lokalpatriotismus in diesem Falle. Woher kommst du eigentlich aus Nado? Also wir kommen aus Benissidel. Mhm. Also bei Melilla da in der Ecke? Nee, überhaupt nicht. Aber gar nicht. Nee, bei Bujefa in der Ecke. Bujefa. Eizider, also hinter Benissidel noch. Sfdamon, Gartam Amma. Da ist mein Vater geboren, da ist meine älteste Schwester geboren, da ist mein Bruder geboren. Die sind dann als Kinder hierher gekommen. Mhm. Die nächsten vier Kinder danach sind alle hier in Frankfurt geboren. Alhamdulillah, Deutschland schöne Land, hätte jetzt ein Kollege gesagt. Und ja, Nado ist gerade im Aufschwung auf jeden Fall. Und mich hat es echt gefreut, so, als ich das Video gesehen habe. Das wurde aber nicht in Nado gedreht, ne? Nee, was glaubst du, wo es gedreht wurde? Ich sagte, wo es gedreht wurde, in Marrakesch. Fast. In Essaouira? Ja. Meine Mutter hat es mir nämlich gesagt. Wie geht's deiner Mama eigentlich? Alhamdulillah, wie geht's deiner Mama? Ich sehe dich. Ja, ich hab die auch letztens gesehen. Ja, und wie lange ist es her, dass wir uns so wirklich gesehen haben? Dass ich dich gesehen habe? Ja, aber das ist jetzt locker. Warte mal, ich überlege. Wie alt bist du jetzt? 28. Ich werde im August 28. Du bist 91 geboren, ne? Definitiv 15 Jahre her, so richtig, wo wir wirklich miteinander gechillt haben. Ich sag dir, wo wir miteinander gechillt haben. Wo wir bei dir zu Hause waren, wo wir dieses Entenballerspiel gespielt haben. Stimmt, ey, du kannst dich noch hart erinnern. Natürlich. Ey, weißt du noch, diese gefälschte Super Nintendo, wo auf der Pistole einfach 100 Spiele drauf sind. Da haben wir gezockt bei dir. Ja, das war cool. Richtig coole Zeit. Okay, auf jeden Fall. Damals, wir haben diese Cowboys abgeschossen und die Enten. Mhm, da haben wir mit Softball hochhalten gespielt. War, du hast gut Fußball gespielt, glaube ich, kann es sein? Früher, ja. Du warst ja mein Trainer, mehr oder weniger. Korrekt, Alter. Stabil. Das ist echt so. Wie alt war ich denn da? Sechs Jahre, glaube ich. Sechs Jahre. Und es war die Zeit, wo deine Mom und meine Mom noch sehr, sehr, weil Emil, deine Schwester und ich waren im Kindergarten. Ich weiß. Es war so die Zeit, wo wir öfters mal beieinander gechillt haben. Mhm. Und bist dann halt öfter auch mitgekommen. Das war richtig nice. Ich kann mich auch an einen Tag erinnern, wo deine Mom zu uns gekommen ist und du warst nicht dabei. Und ich habe dich erwartet. Korrekt. Und dann warst du nicht da und ich habe mich knallhart den ganzen Tag unter das Bett gelegt und habe geheult. Killer. Ich kann mich hart erinnern, Schatz. Freut mich, wusste ich nicht, sonst wäre ich gekommen. Ja, das ist ewig her, aber easy. Kinder halt, ne? Mit mir abhängig ist schon was Besonderes, gell? Ehrlich jetzt, gell? Ist schon echt witzig, ja. Ich weiß, nein. Wie geht's jetzt weiter bei dir? Also mit Album ist ja jetzt draußen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu eurer Chartsplatzierung. Dankeschön. Ja, es wird konstant weitergehen auf jeden Fall. Show must go on, sagt man ja so schön, ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, Infrastruktur ist geschaffen. Wir haben Künstler, wir werden jetzt neue Künstler bekannt geben, die wir selber gesigned haben. Einfach weiter, auf Tournee gehen wir noch. Aber mich interessiert viel mehr, was bei dir jetzt geht, eigentlich so. Der Grund, warum wir heute hier sind, warum ich hier bin. Was geht denn alle? Erzähl, Digga. Album ist fertig, kommt am 24.07. raus. Dann steht die Teasy-Tour an. Ich werde mit ihm auf Support-Tour gehen. Kennst du Teasy? Ja, natürlich kenn ich Teasy. Okay. Schöne Grüße an Teasy. Ja. Du hast ja zwei Lieder schon veröffentlicht. Zwei Single-Auskoppelungen hattest du schon. Genau. Einmal Nador. Auf der Suche nach mir selbst in den Straßen von Nador. Nador. Und wenn sie kommen. Und er rennt, wenn sie kommen. Und er rennt, wenn sie kommen. Wenn sie kommen, genau. Ja, das andere Video ist auch in Essaouira gedreht worden? Sind alle in Essaouira gedreht worden. So, okay, zwei Singles hast du veröffentlicht. Wer ist drauf bei dir auf dem Album? Komplett alleine? Eigentlich nur komplett alleine, aber bei Wenn sie kommen, ja, das war unsere Idee. Weil Wenn sie kommen ist ja Alias auch guter Part. Genau, ansonsten haben wir auf dem Album eigentlich gar keinen. Wir wollten keine Features. So, dass man sich auf dich konzentriert, genau, sag ich mal. Genau, erstmal so positionieren und zeigen, hey, hier bin ich. Und wer hat die Produktionen gemacht, so, sag mal, hauptsächlich oder kreuz und quer? Oder erzähl mal. Es waren die Bee Gees. Bee Gees waren die Hausproduzenten. Staying Alive.
Kennst du die aus Berlin? Nee. Die nee? Nee. Haben auch, aber Larry kennst du wahrscheinlich. Larry kenn ich, ja. Okay. Ja, krass. Okay, das, diese Richtung ist es auf jeden Fall, was ich interessant fand an dir, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, sag ich mal. Das passt zu dir, ja? Das ist so. Da wirst du viele Leute finden, die das so erwidern, deine Musik, weißt du, mit der Art, wie du das jetzt so machst. Freut mich. Das ist mir direkt aufgefallen, weißt du? Aber hast du dich mit Nador auch identifizieren können? Hallo, ich bin Nador auf zwei Füßen, definitiv durch und durch. Wo hast du den Text geschrieben? Teilweise in Nador eben. Man merkt schon, dass du so... Man könnte wirklich sagen, dass erst das Video gedreht worden ist und dann das Lied entstanden ist. So gut hast du das gemacht, weißt du? Wegen den Bildern oder was? Ja, ja. Das Video ist sehr gut umgesetzt. Aber es wäre kein Video notwendig gewesen. Man hätte sich trotzdem seinen eigenen Film machen können. Für mich war das, mir ist das natürlich leichter gefallen, weil ich einfach diese Szenarien kenne, die du beschreibst, weißt du? Mhm. Aber da du ja auch ein Video dazu gemacht hast, es ist einfach, das gab's so noch nicht. Und ich find's cool und es finden viele cool. Ich habe mit Leuten von unterschiedlichen Institutionen, sage ich mal, geredet darüber. Ich habe halt auch immer krass represented. Das ist lieb von dir. Der Manager kann mir ja dann über Western Union Geld dafür überweisen. Das ist kein Problem. Nein, Quatsch. Du bist ja meine Nachbarin, weißt du, das habe ich dann auch immer so gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich kenne die, wir haben früher zusammen Enten abgeballert auf so einem gefälschten Nintendo-Ding. Das war, hey, das war original, Mann. Nein, Mann, das war doch das Flashige daran. Auf der Pistole, die Pistole war auch die Konsole. Echt? Ja, ich kann mich erinnern, ich bin halt so affine für sowas, weißt du? Okay. Die Pistole war auch die Konsole und auf dem Ding waren halt so 101 oder 1001 Spiele drauf. Und das fand ich cool, weißt du? Ja, die nee, Leute sind geflasht. Du hast einen Nerv der Zeit getroffen. Und. Ja, das freut mich. Freut du mich musst sehr. Da weitermachen, wo du jetzt angesetzt hast, auf jeden Fall. Es kommt ja sogar noch ein EP, die mehr in so eine Rap-Richtung geht. Also jetzt okay, wird jetzt. Wird da bin ich gespannt. Breit also das, was ich gesehen habe und gehört habe, das ist cool. Da musst du wirklich. Da musst du Wert drauf legen. Also nicht Wert drauf legen auf das, was ich dir sage, sondern Wert drauf legen auf das, auf nee, diese Richtung. Ich weiß schon, was du meinst. Das ist Flash, Digga. Das wollen die Leute hören. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Hipster-Szene gut ankommt. Aber machst du Musik, wo die Leute hören möchten und nicht die du fühlst, so? Nee. Also guck mal, ich mache Musik einfach und der Rest soll zur Seite. Mir ist das egal. Absolut. Verstehst du? Aber wenn ich dann, wenn die Leute sagen, wenn von 20 Leuten 15 Leute sagen, Hammo alle Hammos ist das beste Lied, dann sehe ich schon zu, dass ich daran anknüpfe, verstehst du? Man muss den Fans ja auch entgegenkommen. Okay. Wenn wir Videos gemacht haben und die Leute geschrieben haben, Bonne Chance, muss ein Video werden, dann haben wir gesagt, ey, wir selber haben nichts mehr zu melden, zur Seite mit Chelo und Abdi, die Fans sind die Babas dann in dem Augenblick, dann machen wir auch ein Bonne Chance Video. Aber wie geht's dir denn, wenn du in Nador unterwegs bist? Hast du so das Die Gefühl? Feiern uns, Digga. Die werden dich auch feiern, alleine weil du Nador gesagt hast, weil die sind Patrioten, Generation Internet, weißt du? Ich habe tatsächlich schon Nachrichten von Marokko bekommen, wo die irgendwie geschrieben haben, krass. So, Natürlich, Mann. Du bist dir gar nicht bewusst, was du damit ausgelöst hast. Und mich interessiert so, was dir so durch den Kopf ging, als du dir gedacht hast, ich nenne einen Track Nador, beziehungsweise was du dir gedacht hast, ein Album Nador zu nennen, weil das ist schon krass. Ich habe tatsächlich nicht angefangen mit dem Titel. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich schreibe jetzt einen Song, der heißt Nador. Okay. Sondern ich habe mich mit diesem, mit dieser innerlichen Zerrissenheit von den Maroks oder Nadorianern, die in Deutschland geboren sind, damit habe ich mich beschäftigt. So, man ist irgendwie Teil Deutsch und wenn man in Marokko ist, ist man die Deutsche oder der Deutsche. Ist man hier, ist man irgendwie der Marokkaner oder die Marokkanerin. Das war so der ausschlaggebende Punkt, die Ambition dahinter, den Song zu schreiben. Ich saß auf dem Dach von den großen, kennst du diese offenen Dächer in Marokko natürlich. Warst du in Marokko gewesen, oder? Ja, genau. Letztes Jahr. Okay. Genau, letztes Jahr. Genau, und dann sah ich oben und dachte mir so, ey, wird ähnlich bei dir auch gewesen sein. War dein Vater oder dein Opa derjenige, der nach Deutschland ausgewandert ist? Mein Vater, bei dir war es dein Opa. Genau. Der hat mir das noch. Genau. Aus Griesheim. Genau, also er ist dann ausgewandert und ich dachte mir, wenn er nicht ausgewandert wäre, wer wäre ich heute? Du wärst geballert, Digga, glaub mir, du wärst am Arsch. Ja, ungefähr. Ist halt so. Das war die Ambition und natürlich passt dann halt auch natürlich der Name unserer Stadt, Nador, dazu. Das ist halt für mich so ein
ne? so ein Synonym für Selbstfindung, Nador. Das krass, auch. Respekt. Dankeschön. Was gibt's noch? Was geht noch so ab auf dem Album? Was, sag mal so die Tracks, so die Namen vielleicht, darf man schon die Namen? Gibt's ja, schon klar. Eine Trackliste im Internet? Also man kann die Namen sehen, aber erzähl mal so. Also wenn sie kommen, kennst du ja das Video mit dem Straßenjungen. Genau, das ist auch cool, das ist auch sehr, sehr cool. Dann haben wir, was haben wir noch da? Meine Schuld, da gibt es auch schon ein Lyric-Video draußen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Nee, noch nicht. Naja, darum geht es halt irgendwie um, ich schreibe aus der Sicht eines kleinen Mädchen, die den Streit ihrer Bezugsperson, also ihrer Eltern, mitbekommt. Und, auch in Marokko? Oder in, nein, generell offen, nicht in Marokko. Universell. Universell, genau. Und so praktisch das alles hinter dem Zimmertürspalt mitträgt und die Eltern raffen halt nicht, dass das Kind wach ist und es noch peilt so. Was? Genau. Was geht noch? Dann haben wir also sehr viele Thematiken aus dem Leben halt gegriffen. Irgendwie dieses Gefühl, rausgehen zu wollen, ne, sich irgendwie so ein bisschen selbst zu verwirklichen, herauszufinden, wer man eigentlich wirklich ist. So diese Zeit, wo ich in Berlin war, so eine lange Zeit, das war für mich halt eine krasse Selbstfindungsreise. Warum? Naja, weil ich halt total auf mich allein gestellt war das erste Mal. In welchem Stadtteil hast du gewohnt? Im größten Teil ist irgendwie Mitte oder Prenzlauer Berg. Okay, krass. Wo habt ihr immer gewohnt, wenn ihr in Berlin wart? Kreuzberg. Kreuzberg ist auch nice. Der ein Restaurant nach dem anderen. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut essen in Kreuzberg. Und du sagst ja Rap und Gesang. Du versuchst das immer so ein bisschen zu unterscheiden. Ist Nador Rap oder Gesang? Also, ja, also es ist jetzt nicht wirklich gerappt. Das ist mehr erzählt. Ich wollte halt den Fokus auf den Inhalt lenken und nicht auf irgendwie Rap-Flows, weil dann wäre der Inhalt voll flöten gegangen. Aber das ist doch das Coole. Mir gefällt das. Das Erzählte, ja. Weißt du? Cool, ja, freut mich. Ja, ansonsten würde ich sagen, das Album ist halt so eine vom Sound her etwas Neues. So, wir haben irgendwie versucht, ein total neues Soundbild oder Soundklang zu finden, kreieren. Wenn ich mein Album beschreiben müsste vom Sound, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall irgendwie Hip-Hop. Okay. Aber natürlich auch orientalische Klänge hier und da. Okay. Aber auch mit so irgendwie alternativen Pop-Elementen. So, das macht es, glaube ich, ganz spannend an der Stelle. Ja, 24.07. oder was? Ja, dann ist es soweit. Ja, ich bin echt gespannt. Kommen noch Videos? Es kommt noch eins. Es sind zwei Videos draußen jetzt. Genau, es kommt. Aber zwei sehr starke Videos. Also. Dankeschön. Doch ehrlich, weil. Krasse Dinger. Merci. Es kommt jetzt erst noch die offizielle Single eigentlich. Es sind ja nur Street-Singles gewesen. Also so, ne, so kleine Leckerlis vor der richtigen Single. Und die kommt am Donnerstag, in zwei Tagen. Welches Lied? 9.7. Lieblingsmensch. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt. Wer ist? Erzähl. Was hier dazu sagen? Was heißt Lieblingsmensch? Was, über was singst du in diesem Lied? Ja, über meinen Lieblingsmenschen. So wie du wahrscheinlich auch einen Lieblingsmenschen hast. Und ich habe meinem Lieblingsmenschen einfach einen Song gewidmet. Wer ist dieser Lieblingsmensch? Wird dieser Lieblingsmensch spezifisch angesprochen? Nee. Wird nicht spezifisch angesprochen. Also, du hast es so schlau gemacht, dass du sagen kannst, natürlich habe ich dich gemeint mit Lieblingsmensch. Ja, und dann zur nächsten Person sagen kannst, alle, normal habe ich dich gemeint. Clever. Was macht einen Lieblingsmenschen aus? Ein Lieblingsmensch ist ganz klar jemand, dem du vertraust, 100%, auf den du dich verlassen kannst, mit dem du einfach ganz viele Sachen erleben kannst und die so eine coole Zeit einfach hast, mit dem du einfach dumme Sachen oder langweilige Sachen machen kannst, aber die irgendwie trotzdem cool sind. So. Hast du noch ein paar Geschichten? Ich? Ja. Pack mal aus. Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, wie gesagt, was auch cool war, gell, das haben mir die Älteren erzählt, dann haben wir das auch so voll übernommen, so. Wir sind dann immer so morgens heimgegangen, so 6 Uhr morgens, Eltern schlafen, beziehungsweise bei mir, mein Vater war schon arbeiten, gell. Und bei meinem Kollegen war das auch so, der geht dann hoch, gell, so, ja, hau rein, du Hurensohn, fick da Mutter, ach, fick du doch, gell, ciao, bis morgen. Und ich hab dann gewartet, gell, der geht nach Hause, der geht hoch. In dem Augenblick, wo er so ganz leise den Schlüssel reinsteckt, habe ich dann immer so geklingelt. Der so vom Fenster, so ohne zu reden. Sohn, fick deine Mutter. Ich so, du Hurensohn und so. Gell? Aber das Krasse ist dann, ich gehe so nach Hause. Gell? Ich denke so, der Hurensohn.
Und dann, ich mach Schlüssel rein, der Hund so klingelt auch an. Der hat sich die Mühe gemacht, von zu Hause noch mal rauszugehen, gell? Und auch zu klingeln, der kleine Bastard. Und das macht Goldstein Süd aus, okay. Verstehst du? Good old days. Ja, definitiv, definitiv. Und jetzt, wie gesagt, kannst du ja Goldstein aus einem Nicht-Hurensohn-Winkel, also, wie soll ich sagen, kannst ja mal aus einer anderen Art, vor allem weibliche Art, so wie du es machst, finde ich, Nado hast du richtig cool repräsentiert. Gute Mucke. Merci. Ja, ich bin gespannt, was da kommen wird auf jeden Fall. Ja, cool. Vielen Dank, vielen Dank. Und dass du auch rausgekommen bist, um mit mir dieses coole Interview zu führen. Danke für diese Anekdote. Kein Problem, mach doch gerne. Und, jederzeit. Auf bald, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall connected bleiben. Korrekt. Ich wollte, Leute, am 24.07.2015, ich bin in Marokko leider in Nador. Wo sonst? Auf jeden Fall in Amica. 24.07. Böse Produktionen. Holt euch das Album, Leute, unterstützt gute Musik. Und Dankeschön. Holt euch auch Bonne Chance. Yes. Merci, merci.